Herzlich willkommen zu einem Video vom Unboxing der Supercell Box. Das ist nämlich dieses schöne Ding hier. Haben wir in Helsinki angeboxt und das Video werdet ihr jetzt sehen. Viel Spaß damit. Ja, herzlich willkommen zu einem Video. Wir machen hier die Supercell Boxen auf. Und mal Dankeschön an Supercell für die tollen Sachen. Ich bin gespannt, was drin ist. Ich weiß es nicht mehr genau, du weißt es auch nicht. Ich weiß es noch ganz genau. Ich find's mega krass. Also, wir werden das jetzt trotzdem unboxen. Ich hab's noch nicht richtig gesehen. Ich hab's nur beim Ricky im Video gesehen. Ja. Und. Ja. Aufmachen? Ja. Ja, los. Ja, mit dem Supercell Brand. Wollte ich gerade sagen, das Geilste ist eigentlich. Du musst jetzt auch näher rankommen. Du musst. Zeig mal die Sachen, das ist einfach. Ich finde das so geil mit diesem Branding. Das ist halt. Ich wollte mir noch ein Mikrofon bestellen. Übelst. Das ist eine richtig gute, ne? Boah, das ist richtig geil. Wenn du das Mikro in die Hand nimmst, das ist ein richtig. Das ist mega. Ich habe mir eigentlich voll das Gute gekauft, aber das kommt jetzt direkt weg. Ich wollte mir eins kaufen, aber zum Glück habe ich es nicht gemacht. Boah, geil. Supercell. Boah, mit Supercell Logo noch. Mit Kamera. Ich habe schon voll. Ich habe eigentlich hab ich gedacht, die beste Logitech Kamera, ne? Aber die gibt es gar nicht im Saturn. Habe ich beim Ricky schon gesehen. Habe ich mir gedacht, so, hä? Wo kommt denn die her? Das ist halt so. Das ist schon richtig cool. Mit richtig professionell. Und das Allergeilste. Das hier ist sowas wie eine Elgato. Ja, stimmt, die Elgato, ja. Auch mit Supercell. Ja, auch, oder ja, natürlich, natürlich. Spezielle Elgato. Müssen wir uns erstmal mit beschäftigen, ne? Gehen wir in Discord und dann quatschen wir erstmal über die ganzen Sachen, wie die funktionieren. Auf jeden Fall. Auch cool, allein der Karton, der wird natürlich nicht weggeschmissen. Natürlich, ne? Auch wieder Supercell Logo auf dem Headset drauf. Mit dem Karton. Ist schon was Besonderes. Ich denke, davon gibt es nicht so viele Kisten. Jamie, hast du da Infos zu, wie viele Kisten es davon gibt? Ich habe keine Ahnung. Das ist mega gut. Aber soweit wie es scheint, ist es exklusiv für die Supercell-YouTuber. Ja, ich denke mal 100, vielleicht, oder? Setz das mal auf. Oha. Oha. Du hörst aber gar nichts mehr außen, ne? Was ist das denn für ein Headset, ja. Oh. Ja, das ist aber gar nichts. Ey, ohne Witz, ich hab gedacht, beim Ricky im Video, ich hab wirklich gedacht, richtig gute Quali, ne? Aber wenn man das dann hier nochmal so. So sieht das dann alles, das ist ja richtig oberhochwertig. Sennheiser ist eine der besten deutschen Firmen für Musikinstrumente. Ja? Also es ist gut. Nimm mal, hast du schon mal einen Dings von den Kisten? Nee, selber noch nicht, nee. Aber allein das Gewicht und also es ist schön gefüttert oben auch. Ja, auch das ist so massiv und alles, ne? Das ist. Ja, es ist einfach so cool. Das hier oben rein. Nee, eigentlich kommt ich glaube andersrum. Eigentlich kommt es so, aber. Ja. Irgendwie. Das Gegenstück. Jetzt geht's. Ja, das ist dann sehen. Zum. Ah, okay. Are you still recording? Okay, for the headsets, these are the cables that you get with it. Do you use MacBooks or computers? Computer. Okay, well, if you're using a computer and it has the two ports, you're easy. But if it's just the one port, you're going to have to go and buy one of these. It's an adapter, yes. Yeah, you need to buy the adapter. So it's but not only Mac, as adapter tests. It's some computers as well, some Mac, yes. Yeah. So you're going to need to buy all the cables and everything are underneath in the bottom for most of the stuff, but some things you'll need extra cables for. When you travel through customs, because you're in Europe, maybe no problems, but you can flat pack everything and put it in your suitcase, then that way if they say, well, you've got to pay for it, no, it's my own streaming kit, I'm a Supercell YouTuber. Okay. So you might have to flat pack it and put it in your suitcase if you're traveling, but you're going to Germany, so no problems, so you should be okay in Europe. Du musst es jetzt eh nochmal übersetzen, weil die Hälfte der Leute, die zugucken, können genauso wenig Englisch wie ich. Also alle Kabel, die wir zusätzlich brauchen, sind nochmal hier drunter. Wie Ricky gerade sagte, manche Laptops haben nur so einen Anschluss, da muss man die beiden Klinke für Sprechen, für Hören einmal in so einen Adapter reinstecken und dann an meinen Laptop, damit man das nutzen kann. Und wenn man dann zu so einem Event fährt, was Ricky gerade lustigerweise sagte, dann kann man sagen, nee, ich brauche nichts, ich habe schon Equipment von Supercell bekommen, alles super. Also,
Dankeschön nochmal, Supercell. Also mega geil, ich freue mich mega. Es muss man ganz klar sagen, es ist kein Schrott. Das ist wirklich, ja, es ist wahrscheinlich so High-End-Zeug. Das ist mega hochwertig, ja. Ich habe eigentlich gedacht, ich habe gutes Zeug, weißt du? Ich habe von Rode das MT, das ist eigentlich schon sehr gut, aber das stinkt gegen das bestimmt total. Was hast du genommen? Das? Ich habe eine Logitech-Kamera, aber die billigere. Nee, ich meine, ich habe auch für 100 Euro die. Die gibt es schon die teuerste von Saturn, aber die kriegst du gar nicht von Saturn. Ich habe schon nie gesehen. Die sieht noch mal ein Stück dicker aus. Ich habe die mal gesehen bei Amazon. Echt? Ja, aber die war, ich glaube, 200. Was? Ja, ich bin mir auch nicht ganz sicher. Die Webcam? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich kann es mir vorstellen, weil ich weiß, was das Ding kostet. Und das sieht einfach so unspektakulär aus, weißt du? Das ist halt extra für Handys für mich. Man denkt, das sieht aus wie von so einem E-Rauch-Ding. Powerbank. Nee, kennst du nicht diese E-Raucher? Auch, ja. Ich habe auch jetzt ganz bei Liquid gewesen. So. Liquid-Zeug. Zu die E-Zigarette. Und hier habe ich aber, ich kenne den Preis von dem Teil. Wie teuer ist das denn? Das kostet 350 Euro. Das, guck mal, sieht das unspektakulär. Das letzte kostet auch bestimmt 150, würde ich sagen. Ne, ich denke mehr. Und so mehr? Ja. Mit 150 kommst du, glaube ich, nicht raus. Das. Ja, ist mega Zeug. Ja, steht nichts. Also ohne Witz. Ja, echt gut. Hab ich auch nicht mit gerechnet, dass wir das kriegen. Ich hab's noch Ricky gesehen, ich fand's geil. Ja, dass wir das auch noch kriegen. Okay. Aber ich muss mich erstmal durchkämpfen. Wie das alles funktioniert, weißt du? Das kannst du also nicht mehr zusammenkriegen. Also. Wir gucken uns das jetzt noch in Ruhe an. Und, ja. Hier sind natürlich die ganzen Kabel. Wir werden zu Hause nochmal was einzeln dazu schneiden. Ne? Ja. Weil jetzt gucken wir einfach nur an. Ja. Kabel, Oberkabel. Wir sehen uns auf jeden Fall. Ja, ciao. Ja, das war's Unboxing-Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Hier nochmal die ganzen Sachen. Die Kabel sind noch drunter. Ein bisschen was muss man sich noch extra kaufen. Ist auf jeden Fall mega cool. Überall Branding von Supercell. Hat mich mega gefreut. Danke nochmal. Wir sehen uns im nächsten Video. Wenn euch das gefallen hat, könnt ihr auf jeden Fall den Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren. Dann seid ihr immer auf dem neuesten Stand, was Videos und Livestreams angeht. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein. Ciao.